Unsere Mola Mola ist ein halber Grassi 43 Mark I von 2007 mit der Baunummer 143. Seit 2014 sind wir nun mit diesem herrlichen Boot unterwegs und genießen es sehr. Bei unserer Kaufentscheidung war uns besonders wichtig, ein nicht zu altes, also unter 10 Jahre altes Schiff zu erwerben. Und es sollte ein Boot sein, was möglichst einfach, aber trotzdem gut zu segeln ist. Wir werden ja nicht immer jünger und die Kräfte lassen auch irgendwann nach. So sind wir heute froh, dass Mola Mola die Segel hydraulisch aus- und einrollt. Drei elektrische Winschen ziehen die Schoten stramm und eine elektrische Ankerwinsch holt die Kette ein. Wir hören immer wieder die Frage: Ja, und wie macht ihr das denn? Ich habe mal verschiedene Themen gesammelt und möchte in diesem Video einmal darauf näher eingehen. Hier bei diesen ersten Bildern konntet ihr die spektakuläre Einfahrt in die Marina Bauset auf Guernsey miterleben. Die Einfahrt in diesen alten Steinbruch ist nur bei Hochwasser möglich. Beim Anlegen ist bei Mola Mola immer die Backbordseite vorzuziehen, weil durch den Radeffekt beim Aufstoppen das Heck an den Steg gedrückt wird. Auch bei den vielen Schleusenmanövern machen wir uns diesen Radeffekt, wenn möglich, zu nutzen. Beim Ablegen bekomme ich Unterstützung durch das kräftige Bugstrahlruder. Apropos Bugstrahlruder, da es in einem Tunnel installiert ist und nicht wie bei vielen modernen Yachten aus- und eingeklappt werden kann, sollte immer darauf geachtet werden, dass es möglichst sauber und frei von Bewuchs ist. Aber dazu später mehr. Die Halberg Grassi 43 ist 13,57 Meter lang. Rechnet man einmal nach, so ist das Boot eigentlich eine 44,5 Fuß Yacht. Wir nennen das die neue Bescheidenheit. Und wenn man glaubt, dadurch aber Vorteile beim Liegegeld zu haben, so stellt man schnell fest, dass die Marinas immer nach der Meterangabe in den Papieren berechnen. Wir haben es aber auch schon erlebt, dass nachgemessen wurde. Denn Überhänge wie Bugspriet, Davits, Dinghys und so weiter werden häufig mitberechnet. Mit einer Breite von 4,08 Meter gehören wir nicht zu den besonders breiten Booten. Trotzdem kann es in den Marinas der Kanalinseln schon einmal ein bisschen eng werden. Das bekannte Knopfdrucksegeln erleichtert natürlich das Setzen und das Bergen der Segel erheblich. Man sollte aber stets daran denken, welche Kräfte durch die Hydraulik auf die Segel und das laufende Gut wirken können. Einmal nicht richtig aufgepasst, kann zu großem Schaden führen. Also, alles will gelernt sein und immer schön üben. Besonders gefällt uns das Mittelcockpit-Layout auf diesem Boot. Es bietet Schutz und Geborgenheit auf See. Wobei nicht zu unterschätzen ist, dass die Bewegungen des Schiffes im mittleren Bereich viel besser zu ertragen sind. An Hafentagen wünscht man sich zwar manchmal ein großes Cockpit, aber auf See ist die Konstruktion unschlagbar gut. Wir haben ein Dinghy von Talamex an Bord. 2,50 Meter lang, sicherlich wie vieles an Bord, irgendwo ein Kompromiss. Eigentlich zu klein, aber leichter zu stauen. Das gleiche gilt für die Motorisierung mit 2,5 PS Suzuki. Ist das Wasser ruhig, ist es okay. Dafür kann ich ihn, aber ohne großen Kraftaufwand, wieder an Bord nehmen. Stünde eine größere Reise an, müssten wir sicherlich aufrüsten. Wir fahren das Beiboot oft aufgebaut und nur durch eine UV-Schutzplane abgedeckt auf dem Vorschiff. Der aufblasbare Boden hat sich nicht bewährt, sodass ich ihn nach kurzer Zeit gegen einen selbstgebauten Holzboden ersetzt habe. Immer wenn ich diese Unterwasseraufnahmen von den Delfinen sehe, wird mir klar, wie wichtig es ist, sich auch mit dem Erhalt dieses Lebensraums unter Wasser zu beschäftigen. Es ist heute eigentlich ganz leicht, für eine gewisse Zeit Gast in diesem uns so fremden Lebensraum zu sein. Ich empfehle jedem einmal einen Tauchkurs bei einer lizenzierten Tauchschule zu machen.
Dort bekommt man Sicherheit im Umgang mit der umfangreichen Tauchausrüstung und die fundamentalen physikalischen Grundkenntnisse vom Profi vermittelt. Für mich ist das Tauchen immer Mittel zum Zweck. Bei sogenannten Lusttauchgängen filme oder fotografiere ich. Bei Arbeitstauchgängen wird der Rumpf des Schiffes gesäubert, sowie Anoden, Borddurchlässe, Propeller oder das Bugstrahl gewartet. Ich trage bei den Arbeitstauchgängen stets schnittfeste Handschuhe, denn der Bewuchs ist messerscharf und es kann zu bösen Schnittverletzungen kommen. An dieser Stelle einmal beste Grüße an Barbara und Georg von der Amapola. Lieber Georg, deine Handschuhe sind spitze. Danke dafür. Wir kennen niemanden, der sich der Begeisterung für Delfine entziehen kann. Ihr scheinbar freundlicher Gesichtsausdruck und ihre eleganten Bewegungen hinterlassen eigentlich bei allen Beobachtern große Empathie. Vergessen wir aber dabei bitte nicht, dass es sich um frei lebende, wilde Säugetiere handelt, die ihrem Jagdinstinkt folgen. Wir sind immer beruhigt, wenn wir Delfine sehen, denn dann sind wahrscheinlich keine Orcas in der Nähe. Pilot- oder Grindwale sind deutlich größer als Delfine. Sie werden zwischen 4 und 7 Meter lang. Gut zu erkennen sind sie an ihrer charakteristischen Kopfform. Wir konnten sie hier an der Spitze von Teneriffa filmen. Großes Glück hatten wir, dass wir zwischen Madeira und Porto Santo einem Pottwal sehr nahe kommen konnten. Sein Blasloch befindet sich weit vorne, auf der linken Seite des massigen Kopfes. Hierdurch unterscheidet er sich deutlich vom Blauwal. Fasziniert von den magischen Momenten, der Vielfalt der Natur, der unglaublich kunstvollen Spiegelungen auf dem Wasser, fixiert das Auge plötzlich einen kleinen Punkt, der scheinbar die Harmonie des Lichtspiels unterbricht. Es sind Schildkröten, die sich an der Wasseroberfläche treiben lassen. Seeschwalben sind wahre Luftakrobaten. Hier sucht sich eine einen Rastplatz für die Nacht auf Mola Mola. Zurück am Ankerplatz oder auch in vielen Marinas lohnt es sich oft, auch einmal den Blick unter Wasser zu richten.
Hier erlebe ich zum Beispiel in Sesimbra, wie ein aufdringliches Drückerfischpärchen ihr Revier eindrucksvoll verteidigt. Es kommt immer wieder die Frage auf, ob man Pressluftflaschen an Bord nimmt oder ob ein schlauchgebundenes Freediver-System nicht besser ist. Diese Systeme versorgen den Taucher von Bord aus durch einen langen Schlauch mit Atemluft. Man atmet wie beim Flaschentauchen durch einen Lungenautomaten. Die Bewegungsfreiheit ist natürlich durch die Länge des Schlauches eingeschränkt, reicht aber in der Regel zum Reinigen des Rumpfes aus. Ich habe das ausprobiert. Das funktioniert. Für mich ist die Pressluftflasche für Taucheinsätze jeglicher Art aber immer die erste Wahl. Nachteil, ich brauche irgendwann einen Kompressor, um die Flasche wieder aufzufüllen. Wir hatten zum Beispiel vor den Papagaio-Stränden einmal das Problem, dass sich die Ankerkette in 10 Meter Wassertiefe mehrfach um einen Felsen gewickelt hatte. Ich konnte uns aus der misslichen Lage durch einen Tauchgang ohne fremde Hilfe befreien. Die obligatorische Kontrolle des Ankers nach dem Einfahren mache ich stets apnoe, das heißt freitauchend. Ursprünglich war Mola Mola mit einem Delta-Anker an einer 8mm Kette ausgestattet. Wir rüsteten um auf einen 33 Kilo Rockner Vulkan an einer 90 Meter langen, 10 mm starken Kette. Damit der schwere Anker nicht bei Wellengang oder überkommender See hin und her geschlagen wird, habe ich 2 dicke Hölzer, passend zum Ankerbeschlag, angefertigt. Ein starker Wirbel verbindet den Anker sicher mit der Kette und verhindert gleichzeitig, dass der Anker falsch in den Ankerbeschlag eingezogen wird. Besonders wichtig ist, dass wir uns auf See möglichst sicher an Bord bewegen können. Der Super-GAU wäre nämlich, wenn einer von uns über Bord gehen würde. Deshalb haben wir uns entschlossen, im Heckbereich bis zum Relingsdurchstieg eine feste Reling montieren zu lassen. Es ist erstaunlich, wie das Sicherheitsgefühl durch diese Maßnahme steigt. Der feste Halt der Relingsstange ist Gold wert. Der Mikrokosmos-Segelboot hält immer wieder Überraschungen für uns bereit. So hat Petra festgestellt, dass einige unserer Fenster undicht sind. Ich denke mal, damit hat das zu tun. Genau das hat die Petra schon vermutet. Da kommt das Wasser rein. Das ganze Fenster jetzt hier rausgebaut. Es tropft natürlich hier noch. Mit Butyl werden wir das abdichten. Und dann kriegen wir das auch richtig dicht, bin ich ganz sicher. Wir haben die betroffenen Fensterrahmen neu eingedichtet und wieder ein Problem gelöst. Die neuen Fliegengitter entstehen. So hoffen wir. So hoffen wir. Da wir leider keine fest verbauten Mückennetze an unseren Luken haben, fertigen wir diese als Überwurf mit Bleiband für die großen Luken an. Die Moskitonetze sind leider nicht sehr UV-beständig. Deshalb müssen wir alle 2 bis 3 Jahre neue Netze einnähen. Erstaunlich ist es für uns immer wieder, wie die nächtlichen Plagegeister in die Kabine kommen. Wir haben sogar die Zugänge der Lufthutzen mit Gittern gesichert. Unsere Seitenfenster werden nach innen geöffnet. Ich habe Rahmen für 4 Fenster mit Netzen ausgestattet und bringe die Rahmen bei geöffnetem Fenster von außen an. Fixiert wird das Ganze durch Gummistroppen an einer Kunststoffstange. Das funktioniert prima. Nachteil ist nur, sollen die Fenster geschlossen werden, muss der Rahmen erst abgenommen werden.
Besonders dreiste Moskitos bekämpfen wir je nach Bedarf auch mit Hilfe von elektrischen Verdampfern. Herzlich willkommen im Mola Mola Kochstudio. Wir sind auf Teneriffa und wir entdecken auf dem Markt einen Metzger, der Schweinehirn frisch anbietet. Sofort werden in mir Kindererinnerungen wach, hat es das doch in den 60er Jahren hin und wieder zu Hause gegeben. Es wird paniert und in brausender Butter goldbraun ausgebacken. Der typische, leicht nussige, zarte Geschmack wird unterstützt durch etwas Zitronensaft. Serviert wird mit Kartoffelstampf und pikantem Bohnensalat, mit Petersilie oder Koriander. Wem von euch das noch etwas exotisch war, hier noch etwas aus dem Meer. Also heute gibt es kleine Garnelen, die wir vorher geputzt haben, entdarmt haben. Ganz wichtig, entdarmen. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Wenn ihr mal Garnelen kauft, die sind alle nicht entdarmt. Es ist kein Problem, den Rücken aufschneiden und dann den Darm rausnehmen. Das ist also vom Geschmack her ganz extrem wichtig. Wir machen sehr, sehr gerne auch im Kontaktgrill. Da ist das noch schöner. Heute haben wir da viel Lust zu gehabt, deswegen haben wir das mal in der Pfanne getan. Und eine Würzung. Was haben wir da drin? So ein Fischgewürz. Ja, heute haben wir einen Kartoffelbutter. Koriander. Nicht ganz jedermanns toll. Geschmack. Ja, aber schön zupfen und dann da rein. Wow. Schon das Pfützchen auch dazu. Das ist übrigens Cilantro. Man nennt es auch Koriander. Schön fein gehackt. Unsere Schätzchen hier und unsere Kartoffelgratin. Ein Traum, ich sag's euch. Mola Mola ist ja nun wirklich keine Riesenjacht. Dennoch hat sich unser Sena Headset bestens bewährt. Ob bei Ankermanövern oder Arbeiten im Mast, wir haben immer beste Kommunikation untereinander. So, ihr Lieben, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich befreie jetzt Mola Mola noch von Kalima, schau dann mal ins Archiv und sichte Material für Tipps und Antworten auf die Frage, ja und wie macht ihr das denn? Bleibt alle gesund, empfehlt uns weiter, gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abonnement. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, wir segeln und reisen mit Segeljacht Mola Mola.